Räuberle, Sie sind Kirchengemeinderatsvorsitzende, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates. Sie sehen sehr glücklich aus. Ich glaube, Ihnen ist ein großer Stein vom Herzen geplumpst. Ja. Es ist einfach schön zu sehen, wie wir gemeinschaftlich das alles gestimmt haben, die Seligsprechung. Ja, schon im Vorfeld, die Vorbereitung, es war einfach so ein schönes Miteinander. Und jetzt, dass es jetzt endlich stattgefunden hat, wir haben drauf gefiebert, wir haben uns gefreut drauf und sind jetzt einfach nur glücklich und stolz, dass wir das dann erleben durften, wirklich. Ja. Welche Bedeutung hat Philipp Jeningen, der gute Pater Philipp, für Sie persönlich? Für mich persönlich, er ist ein treuer Begleiter. Ich war auch hier unten schon in der Liebfrauenkapelle gesessen, wenn man Nöte, Sorgen gehabt hat. Abitur, Klassenarbeiten, ja, das Übliche auch. Wenn in der Familie jemand krank war, ist man zum Pater Philipp gegangen. Und von dem her ist es von klein auf so vertraut. Wir sind in den Sonntagsgottesdienst hier gegangen und anschließend zum Pater Philipp runter und hat eine Kerzle anzündet mit meinem Papa, mit meiner Mama. Das war eigentlich ganz normal so. Und von dem her ist es einfach gehört zur Familie sozusagen. Ja. Und jetzt die Seligsprechungsfeier, mehr geht wahrscheinlich nicht. Nee, das ist der absolute Höhepunkt. Und wie gesagt, ich bin nur glücklich, dass wir das erleben dürfen. Und es war wirklich, wo die Nachricht kam, dass die Seligsprechung stattfindet, ich mir es gar nicht glauben können, muss man echt sagen, weil da so viele schon dafür gebetet haben, viele Generationen vor uns. Und wir jetzt in der glücklichen Lage sind, das erleben zu dürfen. Also ich sehe das als absolutes Geschenk, muss ich sagen. 100 Jahre. Ja, genau, 100 Jahre. Wir haben da Leute dafür gebetet. Ja. Vielen herzlichen Dank. Gerne, ja.